Mir ist ein Ei runtergefallen. Hallo Axel, willst du dich den Zuschauern einmal vorstellen? Ja, hallo, ich bin der Axel, 32 und Frauenkontakt hatte ich jetzt noch nicht so viele. Ich habe hier ein lecker Eierbrötchen, wollen Sie auch mal? Nein, danke. Schöne Stulle. Zu meinen Hobbys zählen Zocken und Computerspiele. Na? Mit Tante Renate gehe ich einmal die Woche Minigolf spielen, mit den kleinen Bällen. Und damit können wir gut umgehen. Ja, da bleibt mir natürlich nicht so viel Zeit für eine Frau oder so. Ich würde jetzt auch nicht Nein sagen, sage ich jetzt mal. Wenn da mal eine Hallo sagen würde, würde ich natürlich auch mal winken oder so. Na klar. Eierstulle? Nein, nein, danke. Schau mal links neben dir auf den Tisch. Hier, zur Seite. Aha. Your balls will send you. Aha. Oh, das ist doch der Lawnmower. Welche Version ist denn das? Das habe ich letztens beim Koschinski doch erst in der Werbung gesehen. Dr. Koschinski, damit die Eier dir nicht mehr auf den Sack gehen. Das war so witzig. Wirklich, also da habe ich auch wirklich doll gelacht. 4.0. Richtig, und wenn du über den Link in der Videobeschreibung bestellst, bekommst du mit dem Code Kalle sogar noch 20% Rabatt und kostenlosen Versand. Also ich muss sagen, das hört sich ja astrein an. Der Lawnmower 4.0, damit an den Eiern alles in Butter ist. Oh. Sehr gut, Axel, das war's auch schon. Danke dir. Hallo, hallo, Herr Koschinski, hier ist mein Ticket. Ich habe ein Foto von meiner Katze mitgenommen. Sie heißt Mounty. Fängt das jetzt hier so an? Ist das jetzt das, wie wir hier arbeiten? Oder wie? Oder was? Oder wie? Oder was? Oder wie? Sie haben doch gesagt, Sie mögen Katzen. Oder haben Sie gesagt, in der Stellenausschreibung steht drin, allergisch gegen Katzen. Du brauchst gar nicht nur zu grinsen. Folgendes. Wir werden jetzt ein bisschen Bus-Simulator 18. Das ist ja eine Simulation fürs echte Leben. Das ist aber nicht Hamburg. Das ist nicht Hamburg. Aber nee. Ich kenne doch nur Hamburg. Nee, das ist Seaside Valley, glaube ich. So, jetzt sitzt du schon im Bus. So, okay. Das machst du mal. Das ist eine Kombination aus Bus, Lenkrad, wie gesagt, mit dem Pedalos unten dran. Ach, da sind ja auch noch die Dinger! So, mit C stehst du auf. So, dann kannst du mal mit dem Mausrad ein bisschen rausscrollen. Mausrad? Ist das das Mausrad? Kannst du nicht, ne? Okay. Ich versuch's. Linke mal. C. Und jetzt C. Linke Maustaste. Und jetzt. Soll ich jetzt? Und C. Ich drücke. E. Okay. Ich drücke. Ja! So. Wie fühlst du dich? Mächtig. Ich entscheide, wer mit darf. Nur ich, nicht wie früher in der Schule. Ich sage, wer hier reinkommt. Das ist der Spirit. So, jetzt machst du mal mit der Maus, rechte Maustaste. Rechts. 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 Die Gänge. Ach, ne? Du Scheiße. Denn wofür steht gesagt, denn? Das ist doch ein UFO. Ah. Und jetzt rechts einlenken. Blinker. Hast du hinten am Kippschalter? Hinten am Kippschalter. Drück jetzt das hier. Ist das reingeblinkt? Ist kein Blinker. Unbedingt, immer wenn du die Bucht fährst. Okay. Zu blinken ist wichtig. Okay. Okay, wo ist denn die Bremse? Ist ganz links, ne? Oder ist es die Kupplung? Links ist die Kupplung. Ah, okay. Mitte ist. Mitte ist Bremse. Immer mit dem rechten Fuß, nicht mit dem linken auf der Bremse. Ne? Dann gibt's Probleme. Ach, ganz ruhig. Noch ein bisschen. Ich fahr da jetzt. Ist Achtung, Achtung. Auf Zeit. Perfekt, Alter. Guck zur Tür. Ah, mit dem 1 geht mal runter, ne? Das ist für die Schlussjetzt. So, jetzt gehen die einfach durch, ne? Hier, so, Penner! Stopp! Halt, stopp! Tür zu! Jetzt beruhigst du dich mal. Da hat ja keiner gezahlt. Ich hab schon wieder Puls auf 300. So. Liebe Fahrgäste, Sie fahren mit Simon Kretschmer, neuen Busfahrer dieser Linie. Was ist da mit Ihnen? Haben Sie gegähnt? Sie können auch draußen gleich mal ein bisschen frische Luft atmen, wenn meine Ansprache für Sie so ein Problem darstellt. Ich bin beeindruckt. Erst ein bisschen nett sein und dann in die Fresse. Immer die arroganten Leute, die auf diesem Einzelplatz, ne? Die denken immer, sie sind was Besonderes. Sind Sie da am Manspreaden oder was? Darf ich mal bitte Ihre Fahrkarte sehen? Ich hab's. Ah, ach so, hier. Ja, ist ja eine Fahrer. Oh, Glück gehabt, ne? Sondern den Herr daneben natürlich auch nochmal. Aber hier Ihr Kollege, der hat wenig Haare, aber hat er denn eine Fahrkarte? Ja, gut. Ja, ja. Oh, Bremsen! Bremse auch! Oh nein! Guck mal, wie galant ich mich da so ein Tanker. Aber pass doch mal auf! Ein bisschen Lack ist immer ab. Der hat das kaum gemerkt, guck mal. Ich hab vergessen, die Blumen zu gießen. Maul! Ja, Simon. 50 km/h ist quasi erlaubt, aber ist so ein Scheißegal. Bremse! Mittleres Pedal. Bremse. So, aussteigen und zum Typen hin. Der hört da mitten irgendwie auf der Straße. MP3-Player, CD-Player, auch immer. Die Frau. Sie. Hinter. Kann ich das mal hören? Furchtbare Musik. Hat sie es jetzt leise gemacht? Hat es leise gemacht. Wie kann man überhaupt laut sein, trotz Kopfhörern? Das ist unfassbar. Ich fahre jetzt hier nach links. So, hast du geblinkt? Das Fenster hast nicht geblinkt. Ich hab mir's gedacht. Halte dich an die Regeln. Hat das Huhn da gerade die Straße überquert? Also. Ich hab vergessen, die Haustür abzuschließen. Das ist uns scheißegal, sag ihr das. Das ist uns scheißegal. Warum ist denn da eine Mach mal die den Kopf hoch. Mach doch mal den Kopf Was hoch. Ist du siehst Kopf ja gar nichts. Ach, mit der Maus. Du bist die Straße. Immer dran denken. Du bist die Straße. Ich bin die Straße. Die Straße ist ich. Alle einsteigen, meine Damen und Herren. Der Superbusfahrer ist für Sie bereit. Wenn Sie eine Karte haben, zeigen Sie sie. Wenn nicht, werde ich Sie gleich abfragen. Bei Ihnen kontrollieren wir erstmal die Haarfarbe. Da müssen Sie mal wieder nachfärben. Ja. Ist es Schimmel? Oh nein. Ah,
So! Schauen Sie bitte kurz, das ist die offizielle Fahrkartentanz. Zeit zurück, Simon! Hier ist die Fahrkarte. Es ist ärgerlich. Hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt Mouncy. Das ist ja dieselbe Katze, die ich auch habe! Ich kann nicht mehr beschissen. Okay, jetzt blinken. Links! Blinken. Ich blinke doch. Was ist denn eigentlich diese Bremse? Du bist die Straße. Immer dran denken. Und abbiegen. Biegen. Ich muss sagen, das ist schon ziemlich gut von mir. Ah, was denn jetzt? 1000 Euro. Wozu? Eure Strafe. Du bist gegen einen Bordstein. Nochmal 1000. Das ist unfassbar. Du bist ja schlimmer als ich und ich bin schon scheiße. Das ist ein ganzes Monatsgehalt. 3 hast du schon verbaselt. Hast die Bodenwelle. Das war nur ganz... Ah, nur mit einem Reifen. Das war nur leicht. Ah, bitte! Auf den letzten Metern noch Bremsen. Alles verkackt, Alter. Links blinken. Ja, ich blinke doch und linke. Ich linke doch. Sie sind aber auch. Sie können doch nicht vorher schon anfangen. Wohin mit dir? Du musst ja auch mal alleine klarkommen jetzt. Ich versuche mal rückwärts rein. Also irgendwann reicht's mir. Es reicht langsam. Es reicht langsam. Das war es. Es reicht langsam. Sehr kurzes... Ah, da geht die auf, da geht die auf. Ich fahr richtig rückwärts. Das ist Olympia hier. Das sieht nicht gut aus. Doch, doch, doch! Ah! Sammel dich! Das geht! Warum? Siehste? Geparkt. So, jetzt guck mal an, wie du hier performt hast. Also hätte ich jetzt nicht die ganzen, die 4000 das reicht Kollisionskohle. Jetzt kannst du nämlich deine neuen Details und deine neuen Styles ganz schön auf den Bus. Was ist unser Leitspruch? Was unser Leitspruch wir ist? Wir sind der Bus. Wir sind die Straße. Ich bin die Straße. Du bist die Straße. Nein, ich bin die Straße. Ich bin die Straße. So er ist die Straße. Nein, du bist die Straße. Wir sind die Straße. Na klar. Alter, da hast du ja richtig einen rausgehauen. Ja, ja, und jetzt würde ich aber gerne damit fahren. Wie noch ein anderer? Nein, drück mal drauf auf Bus kaufen. Aber wir haben doch nichts. So, Kontostand ist im Minus. Das kenne ich nur zu gut. Okay, so, zack, minus 95.000. Das ist ja, als hätte ich in den USA studiert. Aber jetzt brauchen wir noch eine Susanne. Bitte, halt deine Schnauze, scheiß auf Mounzi. Ich hab einen Bauch, hier und Ehre im Arsch. Und da kannst du ganz oben, bei Tag kannst du dann auf Nachtstelle. Das ist auch ein schicken Bus, muss ich sagen. Da jetzt sieht leider niemand, wie toll der Bus aussieht. Irgendwie habe ich mir mich anders vorgestellt. Was bist du? Ich bin ein langer, gerader, gefährlicher Pfeil auf der Straße, die auch ich bin. Simon, was bist du? Ich bin die Straße. So, dann sieh zu, dass das Licht einmal so losfährst. Ach, jetzt auch noch Licht. Moment, ich finde es. Licht brauche ich nicht. Zündung. Späte. Okay, ich brauche Hilfe. Wie wär's mit L für Licht? Ja, aber jetzt komm, hier sind 20 Knöpfe und du sagst L. Dann drück mal H. Wichtige Taste. Lustige, echte Geschichte. Ich hatte mal einen ganz alten, verranzten Golf. Da habe ich irgendwann im Stau aus Wut voll auf die Hupe draufgehauen. Und dann ist die eingerastet, sodass, wenn ich zu weit links eingeschlagen habe, hat's angefangen zu hupen, nicht mehr aufgehört. Das heißt, immer wenn ich links gefahren bin, kein Witz. Nö! Druck doch jetzt! Er will nicht drucken. Ja, musst du mal ein bisschen mit Schmackes. So, jetzt musst du natürlich ein Wechselgeld geben, ne? Oh, nee! Es muss schneller gehen, Simon! Euro. Es klappt nicht! 20 Cent! Wichtiger Punkt? Noch gleich. Gruyère, Gruyère, Grandère. Gruyère. Stimmt. Es war Gruyère. Der Käse. Guter Gruyère. Als ob du eine Ahnung hast von Käse! Deine Füße, die! Naja, irgendwas über die Füße. Also erstmal hast du nicht geblinkt. Zweitens sind da Leute... Ich blinke jetzt! Stopp! Ich bremse! Oh Gott! Ich bremse. Was mache ich denn falsch? Du sollst bremsen. Aber dann stehe ich doch. Wenn du aus der Bus kommst, aus der Bucht kommst, dann blinkst du links. Oh, zum Glück habe ich den Bus noch erwischt. Moment mal, ist das überhaupt der richtige Bus? Du wirst dich noch ganz schön wundern, wo du landest. Wie oft wollen Sie die denn noch Nochmal? Sehen? Sie haben meine Fahrkarte schon Nochmal. Gesehen. Sie haben meine Fahrkarte ich schon hab gesehen. Ich habe Ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt. Noch ein. Habe ich Ihnen schon gezeigt. Noch ein. Sie haben meine Noch ein. Sie Noch ein. Gezeigt. Noch Sie haben meine. Es reicht langsam. Okay, jetzt es reicht. Reicht langsam. Es reicht. Aber haben Sie auch eine Fahrkarte? Irgendwann reicht's. Sie sehen doch, dass ich dahin will. Zeigen. Hast du das gehört? Ja klar, ich zeige Ihnen auch. Die fragen, die sagen das ungefragt. Und die Tür ist noch zu. Also hast du dich schon mal jemals in einen Bus gesetzt? Oh, heute fahre ich mal Bus. Und wenn ich Bock habe, frage ich den Fahrer, doch aber mein scheiß Foto von meiner Dreckskatze sehen will. Jetzt schauen Sie mal dahin, Madame. Was steht denn da? Den Busfahrer nicht mehr in der Fahrt deine verdammten Katzenbilder zeigen. Genau, das ist der Spirit. Einer, eins zahlt nicht. Zwei, sieht genauso aus. Habt ihr euch bei derselben Fundstelle bedient? Na klar. Na klar. Hier ist die Fahrkarte und hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt Mouncy. Das ist so ein krasser Zufall, dass die alle so heißen wie meine Katze. So, jetzt haben wir es. Wir haben sie alle. Busfahrer ist ja auch ein Stück weit Polizist und Politiker. Man ist alles. Man trägt sehr viele Hüte. Hast du geblinkt?
Ich gebe zu, das mit dem Blinken erfüllt mich mit Schwierigkeit. Aber wichtig ist doch, dass man ankommt! Du dumme Gäste! Was ist das denn jetzt? Was ist los jetzt? Das gibt's ja wohl nicht! Da war Rolex grün! Entschuldigung. Das ist er! Das ist der Mann fürs Leben! Irgendwann reicht's. Ey, jetzt reicht's uns auch mal. Das ist wirklich... Hab ich Ihnen schon gezeigt. Nochmal, Haar, schick da Haar, schnell, Haar, Haar. Was, Haar? Haar, was ist denn Haar? Hupe. Oh, Mann! Jetzt hast du versaut, du bist schon an der Kreuzung vorbei. Hupe, Hupe. Wichtig, sehr gut. Hupend über die Kreuzung. Ja, na klar. Ich hab noch gehupt. Blinker! Kein Einparken? Ja, weil du es nicht kannst. Das ist alles so frech. Kam zu spät an Bushaltestellen an, weil mich mein Anführer gezwungen hat, erst noch mal eine halbe Stunde mit den Passagieren zu reden und sie zu gängeln. Ganz ehrlich gesagt, einfach nur peinlich, was du hier gerade abgeliefert hast. Elsa Höfer schaut gerne Cartoons, muss in peinlichen Situationen zwanghaft dumme Witze reißen. Die könnten wir für Rocket Beans einstellen. Würde ich sagen, einstellen. Bambus. Das ist die Bambus-Strecke. Das langt, glaube ich, erst mal 7 Haltestellen sind supi. Und jetzt nimmst du deinen eigenen Bambus und fährst die Bambus-Strecke und machst Bam. So, eine Haltestelle auf deiner Strecke wird gewartet. Deine Strecke hat sich deswegen geändert. Unvorhergesehene Dinge. Extremfall. Realitätsnah. Ach, ich bin die Straße. Lauter. Ich bin die Straße. Ich bin die Straße. Ich bin die Straße. Einmal noch. Ich bin die Straße. Ich habe jetzt verschiedene Betonungen. Straße. Ach, wegen Elektro. Von gestern. Genau. Alles klar. So, Blinker rechts und Abfahrt. Geil ist auch, wenn sie dann vorne noch stehen bleiben. Vor dem Ding bleiben sie stehen. Ja. Essen nochmal ein Brötchen. Ja, genau. Ich kenne das. Oh, ich liebe. Ich bin doch gar nicht dran. Weißt du, und dann darfst du auch nicht rein. Willst du befördert werden? Spring's ganz nach oben. Ja, klar. So, stopp! Ein Foto von meiner Katze. Schmeiß den raus. Brechen wir ab. Neustart. Ja. So, und jetzt nochmal Bambus. Du hast, glaube ich, gerade noch irgendwas am Bus umgefummelt. Du bist in der Rush-Hour. Linke! Die Tür ist auf. Na klar. Erst mal gucken. Klar. Die Tür ist auf. Haben Sie eine Karte? Haben Sie eine Karte? Haben Sie eine Karte? Haben Sie eine Simon! Karte? Karte? Ja, 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 aber die Bur. Ja! Jetzt passen Sie mal auf. Ja. Es wird mir kein Fehler mehr gespannt. Unterlaufen. Juckt niemanden, ne? Ob er was eingekauft hat. Nee. Eure Monologe. Der Nächste, der monologisiert, wird von mir massakriert. Ich hab Ihnen meine Fahrkarte schon. Okay, ist ein Standard. Du musst ja nicht so ausrasten hier. So, links. Genau. Ich komme da noch durch. Oh, dieser Bordstein. Linker, links, vorbei. Aber ich du bist die Straße. Na gut, okay, ich bin die Straße. Ey! Ich hab doch gehupt. Es ist der Hammer. Ich wisch mir gerade mal das Auto. Ja, B. Sehr gut. Ja, du hast es langsam raus. Ich bin größer. Größer! Und größer! Ich war! Der denkt auch, er wäre die Straße. Siehst du, so kommt es dann nämlich. Ja, aber dann musst du dich durchsetzen. Hier ist keine Haltestelle, okay. Durchsitzen, das kann ich. Lass die Hupe, Hupe sein. Hier ist die Fahrkarte. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt Mounty. Wie oft ist das schon in deinen Touren passiert? Was? Ich habe diesen Satz ungelogen 5 Milliarden Mal gehört. Es ist einfach nicht mehr auszuhalten. Diesmal links. Ich über Alter, die Scheiße, ich hab's Rollstock, Blick! Der ist doch bitte! Das kann doch nicht wahr sein! Jetzt ist ein LKW im Weg! Du bist die Straße. Hier wird nicht gebremst. Aber es ist ein LKW. Du bist... Links! Ja, links! Was machst du denn? Alter. Das kann doch nicht wahr sein! Guck dir die Scheiße doch mal an! Das ist nicht meine Uhrzeit. Also die reden mir alle zu viel. Vor allen Dingen, denkt ihr wirklich, dass mich euer Gelaber interessiert? 100 Mal am Tag blubbern mir Leute ihren Scheiß. Ja. Ich bin doch kein, weiß ich nicht. So. Sehr gut. Mann! Okay, aber wir haben keinen einzigen Schwarzfahrer mehr bekommen, seit Ewigkeiten. Das stimmt. Das ist doch ganz weird. Das stimmt. Normalerweise würde ich sagen, ich bin ja die Straße. Also bin ich die Straße, du bist oder? Die Straße. Vorsicht. Ich quetsch mich, ich bin die Straße. Hinter, rechts, Blinker. Oh, 1000 Euro. Das ist okay. Das zahle ich aus der Portokasse. Du hast noch 2 Minuten. Du musst noch 2 Haltestellen. Abfahrt. Du bist eine Schlange. Du bist die Straße. Weg. Weg. Tschüss. Hau ab. Ich hasse die Werbepausen im Winter der Leidenschaft. Die kommen irgendwie immer genau dann, wenn es spannend wird. Hupe bereit? Ich bin so stolz. Du bist mein ganzer Stolz, Simon. Raus mit dem Ass! Mein Gott, nur eins so. In 5 Sekunden kommt keiner mehr raus. Bitte Linker, nicht. Ah, Moment. Ja, geil. So. Wir müssen ein bisschen schnell machen. Du bist jetzt aber hier wirklich... Du bist die Straße, du bist... Was machst du denn? Oh mein Gott! Raus mit euch! So pünktlich sind. Ja, Schnauze. Gut. Simon. Das war anstrengend. Rein vom Feeling her bin ich sehr beeindruckt von dir. Das war deine erste Tour, deine ersten beiden Touren im Bus und Modulator 2018. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir.